Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge von The Vanishing of Ethan Carter. Wir haben in der letzten Folge die Mine betreten und es gab einen geheimen Weg, den wir genommen haben. Jedenfalls sind wir dann weiter nach vorne marschiert und ich wusste erstmal eine ganze Weile nicht, was wir überhaupt zu tun haben. Ich habe ja dann irgendwann kurz vor Ende der Folge halt einen weiteren Mord aufgeklärt und Ethan ist anscheinend durch die Mine gelaufen, hier durch diese Säure hinten durch, ja, was ja eine chemische Reaktion hat, denn das Wasser soll wohl nicht wirklich kochen, sieht aber irgendwie aus, als würde es kochen. Jedenfalls suchen wir Ethan jetzt und eine weitere Person haben wir ja schon gefunden, die gestorben ist. Ich glaube, das ist jetzt der nächste Weg, den wir gehen müssen und ich glaube, da hinten geht es übrigens nicht weiter. Naja, ich bin gespannt, wie lange das Spiel noch ist. Ich glaube, dass es noch ein oder zwei Morde aufzuklären gibt. Und dann werden wir wohl das Spiel durchgespielt haben. Ich kann, glaube ich, auch nicht rennen, ne? Nee, kann nicht rennen. Mir macht dieses Spiel enorm viel Spaß. Ich hoffe, euch auch. Ich dachte übrigens, dass wir irgendein Gespräch oder so hören würden, aber nee, leider nicht. Und wir sollten langsam aus der Mine raus, denn wir haben ja schon in der letzten Folge gehört, dass hier irgendwas ist, was natürlich möchte, dass wir diese Mine verlassen. Ich glaube, das sind übrigens die toten Geister der Minenarbeiter. Kommt bis jetzt nochmal das Gespräch? Wahrscheinlich nicht. So, da kommen wir raus. Falls jetzt die Mine nicht einstürzen sollte, heißt es. Okay, er duckt sich sogar von alleine, wenn ich das nicht selber machen sollte. Gut zu wissen. So, wir haben im Übrigen, ja, ich muss da aber nochmal hingehen, haben wir in der letzten Folge hier eine Person in diesem Gebäude gefunden, ne? Ich wusste ja erst nicht, was es da auf sich hat. Allerdings muss ich den nächsten Mord aufklären. Wo allerdings das sein soll, ich habe keine Ahnung. Vielleicht in der Mine, ich weiß es nicht. Okay, da sehe ich übrigens ein Gebäude, ne? Und da soll die Axt sich befinden. Da scheint auch jemand schwer geblutet zu haben. Oh, da ist auch eine Person. Sehr interessant. Wir haben ja oben auch eine, deswegen bin ich ein bisschen irritiert, ne? Ach so, ey, willst du mich rollen? Okay. Das ist das hier schon. Das ist die Axt. Ich muss die, glaube ich, dann unten wieder hinhängen. Umgestürzter Stifthalter. Verstreutes Schreibtischzubehör. Etwas hastig genommen. Stift, Bleistift, Schere, Löffel, Lineal, etc. etc. Ah, ich habe ja die Schere. Opfer in die Enge getrieben. Durchstochener Hals. Keine anderen Wunden, keine Zeichen eines Kampfes. So, ich muss jetzt die Axt höchstwahrscheinlich unten hinlegen und es dann rekonstruieren. Wieder mal. Okay, wir gehen jetzt mal nach oben. Ich untersuche den. Und dann gucke ich mal, was bei der Rekonstruktion rauskommt. Also, wir hätten das schon in der letzten Folge lösen können. Naja. Ich dachte, das wäre in so ein anderes Gebäude, ne? Okay. Ich frage mich im Übrigen, wo Ethan denn wieder hingerannt sein wird. Okay.
Da haben wir auch noch mal was. Da geht's nicht weiter. Okay, warte mal. Das wird 1 sein, das dann 2. Aber ob es ganz so einfach ist, glaube ich natürlich auch nicht. Muss ich vielleicht zum Fahrstuhl? Nee, glaube ich nicht. Das nächste ist über mir. Okay, er wollte sich anscheinend wehren, aber irgendwas fehlt hier noch. Irgendwas fehlt hier noch. Und ich weiß nicht was. Ey, ich weiß nicht wo. Was? Das ist gerade schwer zu sehen, Leute. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich bin ich jetzt gleich wieder raus. Okay, wir machen das mal so. Ich mache das ja als 1, ja? Also bis jetzt ergibt es alles so einen Sinn, ne? Ich glaube nicht, dass es... Also wenn es so ist, ist natürlich sehr komisch. Hallo? 3. Wäre lustig, aber ich weiß es nicht. Kann ja nur so sein. Where's my mother? Why are you standing in the sleeper's way? She had an accident. Travis, put down the axe. An accident. I didn't want her to get hurt. We're all so sick, you know? Since Ethan found that room. Where's Ethan, goddammit? Talk to me! Okay, okay! He wants to burn Vandegrift's room. Look, Travis, just leave me alone! Oh god! Oh god! The sleeper chooses vessels. You know that? To enact his wishes? He chose Mom. He chose me. Krass. Son, I don't want to hurt you. You think scissors are gonna save you? Yes. Alter. It didn't have to be this way. You could have helped the sleeper. Helped us. But Mom's right. You're a coward. And you'll be meeting Ethan again soon. Krass. Also wir haben jetzt fast alle aufgeklärt. Fast alle Morde haben wir aufgeklärt. Und Ethan wollte also irgendein Zimmer verbrennen. Vandegrifts Zimmer? Wo soll denn das sein? Ich habe keine Ahnung. Okay, da geht's zu diesem Fahrstuhl hoch. Habe ich eine Karte? Nee, ne?
Vandergriff-Zimmer, wo soll denn das sein, verdammt nochmal? Also hier ist das Ende, ne? Also zumindest, wo wir uns jetzt befinden. Da kann ich auch nicht rein. Ich habe auch übrigens Ethan jetzt hier gar nicht gesehen gehabt. Alter, da tötet sich die eine Person selbst. Krass. War das oben? War das irgendwo da oben am Anfang? Weil wie gesagt, eigentlich fehlt nur noch der eine Typ, der die Axt in der Hand hatte. Und dann müssten eigentlich alle gestorben sein. Ne, Ethan bleibt wahrscheinlich übrig, also der wird es überleben. Kann ich jetzt inzwischen da reingehen? Nope. Also entweder fehlt mir ein Schlüssel oder irgendwas anderes. Ich habe da aber oben auch keinen Schlüssel gesehen. Ich gehe mich nochmal umsehen, Leute, ja. Das Einzige, was danach noch übrig bleibt, wäre die Mine, aber das war ja ein Labyrinth, glaube ich. Okay, ich gehe mich jetzt nochmal umsehen. Vielleicht habe ich irgendwas nicht sehen können. Die Axt liegt ja hier noch rum, ne? Ne, die habe ich unten wieder reingemacht. Ich würde doch einfach die Axt nehmen und dieses eine Gebäude einfach aufreißen. Aber geht nicht. Ja, dann gehe ich jetzt nach oben, weil bei dem einen Gebäude komme ich nicht hoch. Und der wollte das eine Zimmer abfackeln. Dabei ist ihm bestimmt sein Bruder entgegengekommen. Wie kann man sein eigenes Fleisch und Blut versuchen zu erledigen? Ich verstehe es nicht, Mann. Es ist unbegreiflich. Und er hat ja auch gemeint, er kommt nicht mehr zurück. Heißt es also, dass er hier sterben wird? Also den Hauptcharakter, den wir spielen. Wäre zumindest denkbar. Aber wo soll dieses Gebäude sein? Ich weiß es nicht. Oh, Entschuldigung. So kann ich mich nur drehen. So kann ich ranzoomen. Wer jetzt wüsste, wo dieses Gebäude ist, wo er hin wollte, dann würde ich da jetzt natürlich gleich hingehen. Aber das Problem ist, ich weiß leider nicht mehr, wo dieses Gebäude war. Ich glaube, da hat er doch eigentlich... War das... Ich guck mal nach. Ich guck jetzt alle noch, Gebäude nochmal nach. Weil rein theoretisch kann ich sowieso nichts anderes machen. Ich glaube, dass es das Gebäude übrigens hier oben ist. Ich vermute es zumindest nur. Aber ich gehe jetzt nochmal hier nach oben. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, weil ich hatte eigentlich alles gelöst und dann passiert nämlich die ganzen Sachen nochmal. Wo ging es denn hier nach oben eigentlich? Ah, hier. Ich glaube nicht, dass es hier war, weil das Gebäude ist ja auch nicht verbrannt. Habe ich irgendwo eine Stelle gehabt, wo es... Außer als würde sie brennen. Das Einzige, was mir einfällt, ist dann nach drüben und dann nach unten zu latschen.
Weil was anderes sehe ich jetzt sowieso hier gerade nicht. Also wenn es das andere Gebäude auch nicht ist. Weil es sieht ja auch nicht aus, als hätte es gebrannt. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann hier nicht runterspringen, schade. Aber das ist die einzige Stelle, wo wir noch hin können. Wie gesagt, ich habe irgendwas irgendwo übersehen. Wenn man sich überlegt, wie viel wir uns schon angesehen haben. Da sind die Tunnel. Okay. Da wäre ich sowieso einmal im Kreis gelatscht. Okay, okay, okay. So. Jetzt kommt es drauf an, ob es das hier ist. Weil wenn es das nicht ist, ich habe keine Ahnung. Es gab ja irgendeinen Raum, den konnte ich zum Beispiel auch gar nicht öffnen. Also hier ist zumindest soweit erstmal alles in Ordnung. Mir nicht vorstellen, Alter, aber welches Gebäude können die denn sonst meinen? Vor allem müsst ihr ja dann ja auch noch irgendwas anderes sehen können. Ich sehe hier nix, Mann. Nix. Hier oben war auch noch mal ein Esszimmer. Aber haben die hier nicht eigentlich gelebt? Dann kann es ja eigentlich nicht der Ort sein, den er eigentlich abfackeln wollte. Ich sehe hier nicht durch. Ich finde es traurig, dass man keine Karte hat. Wahrscheinlich wollte man aber aus atmosphärischen Gründen das nicht einbauen. Aber welches Gebäude kann er denn sonst gemeint haben? Es gibt ja nur noch die Kirche. Oder halt das Gebäude hier unter uns, wo ich ja nicht hinkomme. Der Aufzug. Ich gehe jetzt nochmal hier rüber. Ey, man läuft sich hier dumm und dämlich. Wie gesagt, ich kann mir nur vorstellen, dass es das Gebäude da unten noch ist. Entschuldigt, wenn ich renne, aber ich muss immer auf die Zeit achten. Das ist nun mal ein bisschen schade und traurig, aber lässt sich nicht ändern. Vor allem ist der Ort ziemlich klein, ne? Die haben zwar eine Mine und ein paar Häuser, aber als Dorf oder Stadt kannst du das eigentlich gar nicht bezeichnen. Und irgendwo ging es hier übrigens auch noch lang. Hier. Kommst du überall nicht lang? Was macht denn das jetzt hier für einen Sinn? Ey Leute, ich bin irritiert, ganz ehrlich. Das einzige Gebäude, was übrig bleibt, ist da, wo ich nicht rein kann. Unten, glaube ich, war ich auch schon, oder? Ich weiß es nicht mehr. Da ging es durch die Tunnel.
Was für ein Gebäude wollte er niederbrennen? Ich weiß es nicht. Weil ich habe jetzt alles so weit angeguckt, wo ich zumindest hin konnte. Und ein weiteres Gebäude ist halt nur noch die Kirche, aber das kann es ja auch nicht sein. Ey, ich weiß es nicht, Mann. Ich meine, ich hätte ja sowieso... Ich konnte ja nicht mal vorher am Fahrstuhl rufen. Also musste ich ja den Weg so gehen, wie ich ihn gegangen bin. Ach Leute, es tut mir so leid, aber ich weiß gerade nicht weiter. Ich gehe jetzt, glaube ich, auch vor allen Dingen den langen Weg und nicht den kurzen. Ein anderes Gebäude gab es hier ja, glaube ich, auch nicht. Also ich habe jetzt eigentlich alle Gebäude soweit durchsucht gehabt. Die Mine kann ja nicht als Gebäude zählen. Das kann ich mir nicht vorstellen eigentlich. Weil das sieht ja auch nicht aus, als wurde es jemals irgendwie angezündet oder sowas. Also ich komme jetzt wieder dann zurück zur Mine. Ich weiß einfach nicht mehr, wo ich hin soll. Wir haben auch doch dieses komische Zelt gesehen, aber das kann es ja auch nicht sein. Wisst ihr, das Problem ist, es ist halt sehr merkwürdig, wo du hinlaufen musst und wo nicht. Das haben wir alle schon gelesen. Das ist die komische Hexenbude. Und ein weiteres Gebäude gibt es hier nicht. Also was kann hier noch übrig bleiben? Och Mann, ey, das ist Kacke. Das ist wirklich Kacke. Ich renne jetzt einmal im Kreis, Leute. Das ist einfach nur schrecklich. Und sonst ist hier nichts mehr. Also das Einzige, was ich noch machen kann, ich gehe wieder nach unten. Was soll ich sonst tun? Hier gibt es kein anderes Gebäude mehr. Außer das da unten. Wo ich nicht rein kann, warum auch immer. Es muss doch hier irgendwo noch irgendwelche Informationen geben. Ich meine, wer baut so komisch? Ich wollte das Spiel durchspielen. Aber das ist nicht. Da ist die Tür zu, okay. Ah, es ist so schrecklich. Also hier habe ich nichts, gar nichts. Ich habe ja, glaube ich, noch nicht mal eine Stelle gefunden, wo es jemals gebrannt hat. Und das Gebäude habe ich auch jetzt mehr als einmal mir angesehen. Also was zum Teufel ist hier gerade los? Leute, ich habe keine Ahnung. Das Gebäude hatte ich auch untersucht, da war auch nichts. Auf der anderen Seite, wo wir das Spiel gestartet haben, war auch nichts. Da war nur eine Brücke. Die Lok. Ey, Alter, ich weiß es nicht.
Es bleibt doch nur dieses Gebäude da hinten übrig. Ja, sorry Leute, aber ich sehe jetzt hier gerade nicht durch, weil weitere Wege gibt's nicht. Ich habe da unten ja auch schon versucht weiterzukommen und es ging nicht. Ich war bei der Kirche. Ich habe die beiden Gebäude auch durchsucht. Ich habe dieses Gebäude durchsucht. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe absolut keine Ahnung. Weil hier hast du auch kein Gebäude. Also das ist ein Gebäude und das da hinten ist ein Gebäude. So, aber das war's. Da ist nichts mehr. Der Weg geht denn eigentlich nur noch zum Aufzug? Sonst ist ja auch nichts mehr. Sei denn, hier ist irgendwo ein Gebäude, was ich noch nie gesehen habe. Aber nee, hier ist alles blockiert. Also geht's auch nicht weiter. So, also. Ich weiß jetzt halt nicht, wo es weitergeht. Also wenn ich jetzt nicht gleich rausfinde, wo ich hin muss, dann mache ich halt aus. Die einzigste Stelle, wo ich nicht weiterkomme, ist da, wo dieses Wasser ausströmt. Ne, durch den gewaltigen Druck. Oder ist hier noch irgendwas? Hm. Kann ich auch nichts öffnen. Ich meine, wäre hier noch ein Gebäude gewesen, ne? Dann hätte sich das ja womöglich erklärt. Da ist auch nichts weiter. Also es bleibt nur noch dieses Gebäude übrig. Mehr gibt's hier nicht mehr. Aber es geht halt nichts. Mann, was soll denn die Pisse jetzt hier? Ey, jetzt laufe ich hier durch die Walachei und hier ist nichts. Ey, das ergibt alles keinen Sinn. Also Leute, ich weiß es echt nicht. Das Problem ist, du hast ja auch keinen Anhaltspunkt. Das ist auch nicht so toll. Ich war jetzt in jedem Gebäude drin. Außer bei dem Kraftwerk und bei dem anderen Gebäude, was auch zum Kraftwerk anscheinend gehört, wo das Wasser ja ausströmt. Ich habe versucht, da hinten weiterzukommen, da geht's auch nicht. Und wo Ethan jetzt ganz genau ist, das habe ich dadurch immer noch nicht rausbekommen. Wie gesagt, es fehlt nur noch eine Person, die eigentlich sterben müsste, so rein theoretisch. Oder aber ich muss jetzt nochmal das mit den Teleport-Dingern machen. Glaube ich nicht. Aber mir wird wahrscheinlich nur Standort übrig bleiben. Oder ich gehe da hinten nochmal durch die Tunnel. Weil ich meine, was würdet ihr denn jetzt machen, wenn ihr nicht wisst, was er tun sollt?
Ich gehe durch die Tunnel. Ich habe alle schon so häufig untersucht. Vor allem bräuchte ja sowieso erstmal Benzin. Und wo hat er das Benzin her? Tja, Leute, ich weiß es nicht. Nicht, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Und dadurch können wir das Spiel jetzt gerade nicht durchzocken. Aber ich meine, was würdest du denn jetzt machen wollen? Es gibt ja hier auch kein weiteres Gebäude mehr. Ich habe die Gebäude mir angesehen. Das Einzige, was mir noch einfallen würde, wäre rein theoretisch halt noch diese Teleport-Sache zu machen. Du kannst auch nicht weiter. Das sind keine richtigen Gebäude. Das kann ich immer noch betreten. Das macht alles doch keinen Sinn. Oh, es macht mich einfach nur richtig aggressiv gerade. Weil ich finde den Jungen auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie häufig ich die ganze Scheiße hier noch ablaufen muss. Ein Tipp wäre jetzt geil von dem Spiel. Ein Tipp. Wir stehen also kurz vorm Ende des Spiels. Was anderes kann ich mir jetzt grundlegend auch nicht mehr vorstellen. Das heißt also, ich muss mal im Internet gucken, weil wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, bleibt mir nichts anderes gerade übrig. Zumindest wenn ich es nicht selber rausbekommen sollte. Sei denn, hier irgendwo ist noch ein Gebäude, was ich halt noch nicht gesehen habe. Hier wurde sehr viel Holz gefällt. Aber hier geht's nicht weiter. Ich glaube, ich hatte hier auch schon mal versucht, lang zu kommen. Und wie ihr seht, ja. Besonders groß ist jetzt das Gebiet hier auch nicht. Ein paar Bäume, die abgestorben sind. Also ich kann jetzt nur noch mal diese Teleport-Sache ausprobieren. Alles andere kann ich im Augenblick vergessen, weil es hier nichts mehr gibt. Warte mal. Oder wir müssen zum Anfang zurück. Ist das des Rätsels Lösung? Dann kriege ich aber echt einen Raster. Das wäre aber Quatsch. Das wäre doch Quatsch. Er wollte doch eigentlich dieses Gebäude hier anzünden. Also entweder dieses oder das da drüben. Ich weiß es nicht. Aber es brennt halt auch nichts. Oder sieht aus, als ob es jemals angefangen hätte zu brennen. Deswegen, hä? Also schlimmstenfalls muss ich nochmal zum Anfang, ganz zum Anfang zurückgehen. Vielleicht haben wir jetzt alles gelöst und Ethan hat überlebt. Weil wie gesagt, mir fällt sonst nichts anderes ein. Das so. Jetzt ist die Frage... Wo
wo es lang geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir irgendein Raum gefehlt hat. Da komme ich immer wieder zurück jetzt. Also Leute, ich habe keine Ahnung. Mal ganz im Ernst. Da kommst du immer wieder zurück. Also keine Ahnung, was das jetzt hier zu bedeuten hat. Ich habe keine Ahnung. Das ergibt doch alles überhaupt keinen Sinn. Ja, wenn wir das Spiel jetzt durchspielen, dann wäre es natürlich lustig, ne? Weil ich gehe jetzt direkt zum Anfang zurück. Was anderes kann ich nicht machen. Ich habe alle Gebäude mir angesehen. Ich habe bis jetzt alle Morde aufgeklärt, die es gab. Das Einzige, was ich bloß noch nicht gemacht habe, ist wieder ganz direkt zum Anfang zu gehen. Und ich glaube, ich habe auch noch nicht alle Fallen ausgelöst gehabt, die es gab. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das irgendwas damit zu tun haben wird. Ja, es sei denn, ich muss nochmal zur Mine zurück. Und das da unten machen, na, das wäre jetzt richtig katastrophal. Dann kann ich nämlich erstmal den ganzen Weg dahin latschen. Wird sehr lustig. Schade, dass du nicht springen kannst. Stell mir eigentlich immer wieder vor, wie ich irgendwo was vergessen habe. Aber es gibt halt nicht mehr Gebäude. Das ist das Problem. Und das ist ein Problem, was ich eigentlich gerne lösen würde wollen. Ja. Hier war nur dieser alte Bahnhof. Könnte es hier ein Gebäude gegeben haben? Was vielleicht niedergebrannt ist? Ich sehe halt gar nichts hier. Das ist das Problem, Alter. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier die ganze Zeit herumirre wie so ein Bekloppter. Okay. What? Hä? Da ist er. Was hat das denn jetzt zu bedeuten? What? Thank you.
Was? Habe ich ein Easter Egg geöffnet? Was? Was? Fangzähne. Die Bestie hatte Fangzähne, war aber schwer und langsam. Als sie das Licht am Himmel sah, wartete sie und dachte, das Licht würde ausgehen wie die anderen davor. Als das nicht geschah, stand die Bestie auf und ging zu dem Ort, an dem das Feuer noch immer brannte. Als das orangefarbene Licht erlosch, nahm ein neues seinen Platz ein. Dieses war blau. Ein helles und reines Blau, das das Geschöpf bisher nur bei den Rändern von Sternen sah. Die Bestie zeigte ihre Fangzähne und das Licht verschwand. Kurz darauf tauchte das Licht zwischen zwei entfernten Bäumen wieder auf. Die Bestie wollte nach Hause gehen, konnte das Licht aber nicht ignorieren, deshalb verfolgte es tiefer in den Wald. Get out of my room, Travis! Stories, stories, always with the stories. Get out! I read the Fangs one. I liked the Beast. At least he gets to leave this goddamn place. Was? Okay, das Licht blieb schließlich auf eine Waldlichtung stehen. Die Bestie betrat den Kreis und spürte dabei keinerlei Furcht. Die Bäume wendeten sich der Bestie zu, zeigten wie Nadeln auf sie, doch die Baumwipfel neigten sich und gruben in den Boden. Die Stämme und Wurzeln wurden in die Luft gehoben und wie Mauern um die Bestie geschlossen. Als der Boden verschwand, begriff die Bestie, dass sie ihre Fangzähne nie wieder benutzen würde. Was? Also das war jetzt krass. Ganz ehrlich, Leute, ich weiß nicht, ob das ein Geheimnis war oder nicht. Ja, ich werde das noch minimal länger machen und dann müssen wir auch wirklich ausmachen. Eigentlich wollte ich ja schon mal die Folge beenden. Aber irgendwie komme ich nicht dazu. Hat vielleicht Ethan diesen Schläfer geschaffen? Ich meine, wenn es das jetzt nicht war, dann habe ich nur, wie gesagt, keine Ahnung mehr. Weil mehr geht hier halt auch nicht mehr. Es fehlen nur noch die zwei Fallen, ne? Oder eine, die ich noch aktivieren müsste.
Oder ist das Ritual eventuell beendet und ich kann in die Mine runtergehen? Es ging ja um den Zettel, ne? Guck mal, ob ich hier irgendwo noch eine Falle finde. Okay, ich brauche noch eine Falle. Eine. Was? Hier muss noch eine sein? Irgendwo muss hier noch eine Falle sein, die ich noch auslösen muss. Also ganz ehrlich, das ist sehr makaber gerade, weil ich jetzt direkt am Anfang bin. Also, ich habe keine Ahnung. Da ist auch nichts. Tja, ich gehe jetzt einfach mal durch den Tunnel, wenn es geht. Die sind hier alle schon ziemlich nah beieinander, wa? Tja. Ach Mann. Ich weiß es nicht. Ich versuche mal hier durchzulaufen. Was? Was? Also ich komme immer wieder zurück. Scheiße. Ey Leute, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Nein. I told you, you can't be here. But Gramp, I wrote something for you. That's real nice. Thank you. Just leave it. I'll read it later. Mm.
Warte mal. Ein Toter bei Hausbrand von Jeff... keine Ahnung. Jomu. Bayfield County. Okay. Ja, ich... Okay. Krass. Okay. Ja, Leute, ich muss da dann nun zurückgehen. Es hat mir auf jeden Fall gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Ich weiß nicht, ob wir inzwischen alles haben, was wir brauchen. Aber ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich zu der Mine zurückkehren. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder, ne? Weil ich kann immer noch nicht, komischerweise, dahin, wo ich hin wollte. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Vielleicht sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis denn und tschüss.